can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Daily Unessa Vlog von dem Papagei. Ich werde jetzt Sport machen. Ich habe zwar überhaupt keinen Bock, aber egal. Muss sein. Und das war's. Ich weiß auch nicht, was ich heute mache. Ich überlege heute mit Laura zu Ikea zu fahren. Aber irgendwie habe ich nicht so Bock. Ich weiß auch nicht. Mal gucken. Mal gucken, was ich mache. Weil irgendwie glaube ich, ist es sinnvoller, vorher online zu gucken, was ich überhaupt alles haben will. Weil ich nicht alles bei Ikea kaufen kann. Und so. Ich weiß auch nicht, mal sehen, wie ich das mache. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal Sport und dann schneide ich meinen Vlog. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Alter, Alter. Boah. So, ich bin jetzt soweit ready. Ziehe mir jetzt gerade Schuhe an. Es ist mega schönes Wetter. Eigentlich habe ich es gerade schon erzählt, dass ich zu Ikea wollte mit Laura. Ich glaube, das lassen wir. Entweder, ich weiß nicht, ich habe heute irgendwie gar keinen Bock, was zu machen. Entweder fahren wir vielleicht ans Wasser, irgendwie einen Kanal oder so. Oder wir chillen einfach nur. Keine Ahnung, aber jetzt muss ich erstmal zur Post und einkaufen. Das werde ich jetzt erstmal machen. Ich habe mich gerade ein bisschen am Glätteisen verbrannt. Oh, sind sie nicht schön? Ich habe mir so eine komische Locke reingemacht, das sieht ein bisschen behindert aus. Ignoriert sie. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Gott, es ist so warm und diese Sachen, die Treppen hochschleppen, ist abartig. Aber ich habe mir gerade einen Smoothie gekauft und zwar von Aldi. Diesen, was ist das? Brombeere, Johannisbeere, Apfel und Traube. Ich habe auch noch Erdbeer-Banane gekauft und Apfel-Himbeere. Und die sind mega lecker und vor allem kalt. Ist das denn so warm? Ist ultra geil. Da war ich noch beim Postfach. Und jetzt kommt Laura gleich und dann gucken wir mal, was wir machen. Wir kochen auf jeden Fall später zusammen. Und sonst einfach mal schauen. Ich habe so einen Chiller-Jumpsuit an, der aussieht wie ein Schlafanzug. Oh Gott, das ist so warm. Boah, Leute, ich muss einmal ganz kurz was sagen. Das Video zu meiner Haarfarbe ist jetzt 1,5 Stunden online. Und das Feedback ist der absolute Wahnsinn. Alter Falter, danke. Ich freue mich mega, dass ihr das so cool findet. Irgendwie steht das hier gerade ein bisschen komisch ab. Krass auf jeden Fall. Vielen, 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 vielen Dank. Und die Spitzen wurden ein bisschen geschnitten, das habe ich vergessen zu sagen, aber vielleicht so. Die vorne, die Seiten wurden ein bisschen angeschrägt, das seht ihr, deswegen gucken die hier raus. Und es wurde mit Directions gefärbt. Hallo! Wir sind voll scheiße auf ohne BH. Also ich habe Bikini-Oberteil da drunter. Laura ist nackt. Nein. Wir fahren jetzt vom Kanal. Ja, ja. Hola. Wir sind jetzt am Kanal. Wir sind alleine, endgeil. Kanal Grande und Vanessa bläst. Ich habe nur gesagt, Vanessa bläst. Du hast gelacht. Schaffst du das? Ja. Das Kissen hat sie schon mal geschafft. Und da habe ich auch schon ein bisschen was von geblasen. Ist das lustig? Wie so eine 13-Jährige bist du. Soll ich weitermachen? Nein, ich kann blasen. Okay. Sehr gut, das freut mich. Jetzt hast du gelacht. Ich habe nur gesagt, das freut mich. Ja, ich habe ein bisschen Angst, hier schwimmen zu gehen, ehrlich gesagt, mit der Strömung und so. Aber hier ist keine Strömung. Ich schicke einfach Vanessa vor, mal gucken, wenn sie ertrinkt, dann. Ja, du kannst filmen, wenn ich mich da reinflatsche. Dann fahre ich einfach nach Hause. Aber da hinten sind Feuerwehrmänner. Wenn sie ertrinkt, dann fahre ich einfach nach Hause. Ja, da weiß ich wenigstens, dass die Strömung war. Quasi. Da hinten. Wir gleich darüber Brombeeren essen. Nein, da hinten sind Feuerwehrmänner, die retten uns. Ernsthaft nicht? Lass mich doch erstmal jetzt die Feuerwehrmänner hier vloggen. Die haben da ein Boot bei und die retten Vanessa dann. Wenn ich da vorbeigehe zu meinem Auto, sag ich dem Bescheid. Ja, wir gehen da hinten gleich Brombeeren essen, wenn wir da irgendwie hinkommen. Machen wir. Aber ich glaube, die Feuerwehrmänner gehen schon wieder, also beeil dich mal ein bisschen. Womit? Mit den Blasen. Oh, ich kann nicht so schnell fahren.
Und wie ist es? Ja, kalt, aber. Ja. Also du wirfst die? Ja, ich lasse sie dir reinplatschen. Und ist da Strömung? Nein, Alter, hier ist gar nichts. Ey, ohne Witz, guckt euch bitte dieses Wasser an. Es ist, was ist mit dem Wasser? Es ist voll die Strömung. Alter. Hast du? Ja. Und? Vanessa, ist da Strömung? Nein. Du wirst nicht nach unten gezogen. Aber du wirst voll in diese Richtung gezogen. Doch. Man, ja, das ist Wind. Von da nach da. Ja. Aber im Wasser ist Wind. Wasser ist still. Ich glaube, ich bleib hier oben. Ich habe Angst. Oh, schieb den Wal. Siehst du Strömung? Strömung. Nein, ich bin einfach dumm. Ich komm hier nicht drauf. Vanessa, du treibst voll ab. Komm mal lieber wieder zurück. Hä? Ich habe Angst. Was denn? Komm mal zurück wieder. Ja, darf ich erst mal drauf? Nein. Sind da Fische? Keine Ahnung, nein. Da ist auch ein Mann im Wasser. Ja? Ja. Okay, gut. Hä? Dann habe ich ein bisschen mehr Vertrauen. Danke, habe ich auch verstanden. Keine Ahnung, ob ich filme oder ob das hier irgendwas wird. Ich sehe nämlich nichts. Wir sind jetzt auf jeden Fall fertig. Wir mussten gerade erstmal 100 Stunden wieder die Luft aus der Luftmatratze entweichen lassen. Ich lasse Luft entweichen. Und jetzt laufen wir gerade über die Schienen und pflücken uns noch ein paar leckere Brombeeren, weil die so lecker sind. Dim, dim, dim. Bin so ein Schienengänger. Oh, ich habe irgendeinen Stein unter dem Fuß. Oh, hallo. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Oh, oh, hallo, 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 hallo. Wo sind denn die Kackbüsche da vorne? Da vorne. Da waren wir gerade schwimmen. Oder eher Luftmatratzen. Oder so. Ich habe meinen nassen Bikini unterm Jumpsuit. Ich habe einen herben nassen Arsch, als hätte ich mir die Hose gemacht. Ew. Du bist ja eklig, Vanessa. Ich hatte keine Lust, Unterwäsche mitzunehmen. Cool Story. Findest du? Ach, die sind alle verdorrt. Oh nein. Oh nein. Ah doch, hier sind noch eine. Zwei. Kurm. Doch. Mhm. Also, Freunde, wir sind übrigens mittlerweile zu Hause. Wir waren gerade noch im Lidl. Und das zeige ich mal. Warte mal, wir haben nämlich Skier gekauft. Aber nicht die großen. Ah! So, oh no. Willst du dein Shake smoothen? Nee, gerade nicht, danke. So sehen die aus. So. Und in dem normalen ist einfach nur so ein bisschen Geschmack drin, aber hier ist so Frucht drin. Und die haben 4,4 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm, davon nur 3,8 Gramm Zucker. Und Laura sagt, die sind lecker, deswegen ja, probiere ich die mal aus. So. Was ist das? Und ich habe mir bei Gym Queen bestellt und mein Paket ist angekommen. Und das boxen wir jetzt aus. Boxen. Als erstes haben wir Pappe bestellt. Das sind aber Cooks und zwei Packungen. Ja, ein. Als erstes habe ich mir Queenella bestellt, weil meins fast leer ist. Dann diese Marshmallows, davon muss ich schon sagen. Mit zwei bestellt. Ja, weil die mache ich immer hier rein in Triple Chocolate Cupcake. Das esse ich immer zum Frühstück und ist voll lecker. Dann habe ich mir Brownies bestellt. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und da habe ich eins gratis bekommen, weil da so eine Aktion war. Voll geil, da bin ich richtig gespannt drauf. Dann habe ich mir Flav Drops, habe ich mir zwei bestellt. Mhm. Ah, oh, wusste ich gar nicht. Karamell und Butterkeks. Oh, Karamell, lecker. Oh, krass. Das riecht pur nach Karamell. Das riecht richtig geil. Ich glaube, die sind auch echt leckerer als alle anderen Flav Drops. Ich glaube, die sind nicht so mega süß, aber dafür geil. Das riecht auch gut. Ja, besser als das von dir. Aber das ist nicht so mein Fall. Ich probier's mal. Und dann haben wir einmal Laura und einmal ich Karamell-Sirup.
bestellt. Den möchte ich schnupper mal dran. Ja. Hallo. Jetzt kannst du an mir schnuppern, ey. Ew. Boah, das stinkt. Echt? Ja. Sollen wir mal probieren, so auf den Finger? Pur? Ja, okay. Ja, komm, schüttel das mal vielleicht. Ja, vielleicht. Ist doch ziemlich flüssig, so wie das aussieht, ne? Ja, aber das ist der, den ich in Bananen hab, auch. Oh. Oh, auf den Schrank. Und? Weiß nicht. Weiß nicht. Also ist auf jeden Fall jetzt nicht übertrieben überzeugend. Aber den Bananensirup finde ich auch nicht so geil, muss ich sagen. Schade, ja. Ja. Okay, letzte Hoffnung. Ich habe mir noch von Nutrifol Zimt bestellt. Hat das auch so eingeholt? Oh, ich glaube, das ist geil. Das riecht auf jeden Fall schon mal voll geil nach Zimt. Das stimmt, ja. Hier, probier mal. Doch, das ist gut. Also bleibe ich bei Nutrifol. Mhm. Die haben ja auch das echt Karamell gut. Und so. Ja, das ist gut. Hab's abgeleckt. Danke. Ich darf's behalten. Darfst du. Das war's. Ich will aber den Karamell aufprobieren. Ja. Warte, ich pack so rein. Ne, ich geb mir das. Ich nehme die Flasche dann. Ich kann die auch nehmen. Ja, ist so, okay. Ne? Das war meine Bestellung. Boah, ich habe jetzt voll Bock, so ein Cupcake zu essen. Ich habe voll Bock, so ein Brownie zu essen. Ja, wir können die auch gleich machen, je nachdem, wie viel Hunger wir haben. Okay, unser Essen ist übrigens so. Ich will alles jetzt probieren. Ich will diesen Skier probieren, ich will die Brownies probieren, ich will die Flav Drops probieren. Ja, scheiße. Wir hätten eigentlich gar nicht kochen müssen. Ja, nur Süßigkeiten. Okay. Okay. Okay, sag tschüss. Sag tschüss. Tschüss. Ich wollte euch übrigens noch was zeigen. Ich sehe wirklich kacke aus mit dieser Frisur. Ja, das sieht richtig hässlich aus. Ja, ich weiß. Aber ist nicht schlimm. Und zwar habe ich eine Tüte bekommen mit Sachen von der Glow drin. Ich zeige euch mal. Guckt mal. Könnt ihr das sehen? Ja. Das ist nämlich von Micha und der hat auch einen Kanal. Und der macht Fotos und so. Der heißt auf YouTube Miro Artistry. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Guckt mal, er hat einen voll den geilen Beutel gegeben. Und da ist Schminke und sowas drin von, ich glaube, von mehreren Glow-Cons. Sogar nicht nur von der ersten, glaube ich. Und da gucken Laura und ich jetzt mal rein und gucken, was wir da so... Wir teilen das nämlich, weil wir nett sind. Aber danke an dich. Ich habe mich sehr gefreut. Ich finde das nämlich sehr nice von dir. Und Style. Er ist sehr angetan, seht ihr? Oh, hat er nicht. Essenszeit! Guckt mal bitte, Leute, wie gut das aussieht. Oh, das ist Brokkoli-Auflauf mit Hähnchen, Kochschinken, Kräutersauce Hollandaise, mal eine Abwechslung und Käse überbacken. Und oh, es ist mal nicht so flüssig geworden. Mega geil. Boah, ich freue mich da richtig drauf gerade. Yummy! Und jetzt gucken wir dabei eine Folge Prison Break. Prison Break. So, guck mal, Leute, wir haben uns jetzt Brownies gemacht. Boah, ich bin mega gespannt, wie die schmecken. Die sind richtig flüssig noch. Ja, oh geil. Nein. Oha. Ja, das sieht gut aus. Da endlich meine positive. Boah, die sind endlecker. Der Anwalt scheint ganz nett zu sein. Aber. Das sollen drei Portionen sein? Mega flüssig. Wollen wir nochmal reinmachen? Ich weiß nicht, ich finde das geil. Ja. Also, wenn du willst. Aber ich find's geil. Du willst, dass sie gegen die Auflagen verstößt? Sag mal, bist du jetzt völlig übergeschnappt, Mann? Sei bloß froh, dass ich nicht neben dir stehe. Wie findest du's? Ich glaube, das ist mir zu flüssig. Na, dann mach nochmal rein. Wie mache ich das denn? Er ist einfach nicht weitergekommen. Er pennt einfach auf Lauras Fuß. Baby, Schnuckelpuppe. Wir gucken jetzt Finale von The 100. Ich bin gespannt. Und du? Ja. Und du? Oh, guck mal, wie süß er ist. Oh nein. Solange wir kämpfen. Durch das. Wie süß ist das? Du standest nicht.
Was los, Digga, Armer? Ich glaube, es ist Zeit für Kommentare. Wundert euch nicht, ich habe gerade den Dutt aufgemacht, deswegen sehen sie aus wie Strubbelpeter. Zum Preis übrigens, weil so viele fragen, ich habe ungefähr 150 Euro bezahlt. Mit Blondieren und allem drum und dran. Haben dich die Leute auf der Straße schief angeguckt? Ein bisschen, ja, aber es kamen tatsächlich schon voll viele zu mir und meinten, boah, krass, das sieht richtig gut aus, was du das machen lassen und so. Ja, voll cool. Und das Top ist von Telly Whale, was ich gestern anhatte. Und die Nicole fragt, ob ich sie mir hab schneiden lassen. Ich glaube, das habe ich in dem Video schon gesagt oder in einem anderen. Ja, ein bisschen, aber nur so ungefähr. Die Michelle schreibt, was Freunde, Familie und Bekannte dazu sagen. Viele finden es gut, aber es gibt auch viele, die sagen, also was heißt viele, aber manche, die sagen, ist nicht so deren Geschmack, finden sie zu bunt, aber gibt immer geteilte Meinungen bei sowas. So ihr Lieben, und ich werde jetzt schlafen gehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Hallo, macht's gut. Tschüss.